Wenn es auf Burgen und Schlössern Nacht wird, dann war das für die Menschen in früheren Zeiten oft unheimlich und gefährlich. Geister sollten umherspuken und die Lebenden erschrecken. Heute sieht man das Ganze etwas lockerer. Schlösser und Burgen werden für fröhliche Events genutzt. Die Nacht der Schlösser, die in diesem Jahr wieder stattfinden konnte, bietet vor allem weniger bekannten Orten, die im Schatten bekannter Schlösser stehen, sich zu präsentieren. So steht Schloss Wolkenburg bei Limbach-Oberfrohna immer etwas im Schatten von Burg Rochlitz und Schloss Waltenburg. Zu Unrecht, wie man schnell erkennt. Genau zum richtigen Zeitpunkt kam die Sonne heraus und tauchte den Schlosshof Wolkenburg in goldenes Licht. Und wie derzeit überall, die Menschen sind hungrig nach Kultur und Zerstreuung. Von Anfang an hatte der Einlass gut zu tun. Die Nacht der Schlösser ist auch immer eine gute Gelegenheit, die Geschichte und Bedeutung solcher Bauwerke ganz locker und ohne den erhobenen Zeigefinger an die kommenden Generationen weiterzugeben. Wie mit einem Tanzauftritt der Jüngsten, hier die Tanzgruppe Rocker Kids. Der Bekanntheitsgrad historischer Gemäuer ist heutzutage wichtiger denn je für die Erhaltung solch geschichtsträchtiger Bauten. Das weiß jeder Schlossherr. Ja, Wolkenburg gehört ja zu Limbach-Oberfrohna. Also die Stadt ist Träger dieses Hauses. Es ist ja viel passiert, seitdem die Stadt das Gebäude übernommen hat. Man hat notgesichert, man hat saniert, man hat die Dächer gemacht, die Außenhaut gemacht, man hat diese Räume wieder historisch wieder hergerichtet. Aber es ist natürlich ein ganz schönes Objekt für eine Stadt, ja. Also es wird weitergehen, auf jeden Fall, aber dass man jetzt auf einmal alles macht, das wird nicht passieren. Also, aber wir sind auf einem guten Weg, auf jeden Fall. Die Geschichte von Schloss Wolkenburg reicht zurück bis in die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts. Typisch für die damalige Zeit ist der Aufbau auf einem natürlichen Felsen. Wolkenburg ist damit eine klassische Höhenburg, von der aus das Muldetal und die umliegenden Gebiete gut zu überschauen sind. Im späten Mittelalter verlor dieser Burgentyp an Bedeutung. Die Repräsentation wurde immer wichtiger. 1627 kaufte die Familie von Einsiedel die Immobilie und seither wurden ständig Umbauten und Erneuerungen durchgeführt. Vor allem er, Graf Detlef Karl von Einsiedel, trug viel zum heutigen Bild des Areals bei. Er war nicht nur Adliger, sondern auch Industriepionier. Als Eigentümer der Eisengießerei Lauchhammer sorgte er für Kopien von historischen Statuen wie dem Apoll von Belvedere, der noch heute den klassizistisch gestalteten Park ziert. Zum Areal gehört auch die ebenfalls von Graf Detlef Karl in Auftrag gegebene Mauritiuskirche, eine der ersten voll klassizistischen Dorfkirchen Sachsens. Mit klassischen Formen und großen Eisenreliefs außen, aber auch einer durch und durch klassizistischen Inneneinrichtung ist der Bau heute die einzige voll klassizistische Dorfkirche in Sachsen. Auch die Orgel ist etwas Besonderes. Der Orgelkasten, als Nachbildung des Pantheons der Akropolis, sucht seinesgleichen in ganz Europa. Ein harmonischer, romantisch geprägter Klang lässt dieses Instrument einzigartig werden. Inzwischen war es dunkel geworden und im Schlosshof erklang eine ganz andere Musik. Rock und Pop, handgemacht, passend zum Ambiente des Abends. Wer sich lieber noch etwas weiterbilden wollte, der konnte die regelmäßig gezeigten Sonderausstellungen besuchen. Derzeit werden Folterinstrumente des Mittelalters ausgestellt. Doch nicht immer ging es so brutal zu. Es gab auch die sogenannten Ehrenstrafen für schlechte Musiker, streitende Frauen und mehr. Ehemänner, die ihre Frau misshandelt hatten, wurden zum Beispiel vor einen solchen Pflug gespannt und mussten dann in aller Öffentlichkeit eine größere Fläche pflügen, geführt von der Ehefrau, sozusagen das MeToo des Mittelalters. Dass das Schloss selbst nicht zur Ruine verfallen ist, das ist eigentlich der sogenannten Mangelwirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg zu verdanken. Zumal es zu DDR-Zeiten eben kein Schloss war, sondern das Schloss war bewohnt. Also das ist nach 1945 aufgrund des Wohnraummangels umgebaut worden und es sind Wohnungen eingerichtet worden. Und bis Anfang der 90er Jahre haben hier auch ausschließlich Leute drin gewohnt. Dadurch konnte zwar die Gebäudesubstanz überleben, doch das Inventar hatte eben nichts mehr mit der Historie zu tun.
Ja, das war ein großes Manko. Also es gab hier tatsächlich keine Ausstattung mehr dann Anfang der 1990er Jahre, außer wirklich ein paar vereinzelte Möbelstücke und eben diese Eisenkunstgussfiguren, die für Wolkenburg ja bedeutend sind. Und wir hatten das große Glück, dass wir vor 2 Jahren die ehemalige Kunstsammlung der Familie von Einsiedel zurückbekommen haben. Also die ist enteignet worden, ist überführt worden nach Dresden, ist dann in den 90er Jahren restituiert worden an die Familie, an die Erben. Und die haben dann gesagt, diese Sachen gehören ins Schloss, ist auch ganz meine Meinung. Auch nur hier haben sie wirklich Sinn. Und die sind dann eben hierher zurückgekommen, wurden geschenkt und wir können sie jetzt hier zeigen. Auch die Bausubstanz wurde nicht nur erhalten, sondern aufwendig restauriert, wie der klassizistische Schlosssaal, der heute für Trauungen genutzt wird oder als klassisches Ambiente für kulturelle Veranstaltungen dient. Hier sieht der Besucher anschaulich die Detailverliebtheit der klassizistischen Künstler. Ein weiteres Highlight ist die Bibliothek des Schlosses, ausgeführt als zweietagige Rotunde mit Säulen und detailreich gestalteten Bücherschränken. Wirklich eine architektonische Besonderheit. Die heute lebenden Familienmitglieder derer von Einsiedel wissen ebenfalls um die kulturelle Bedeutung des Schlosses für die Region. Das Verhältnis zu ihnen ist gut und man steht in Kontakt. Also wir haben vor allen Dingen einen Ansprechpartner, das ist Gerd von Einsiedel, der in Berlin lebt, ist inzwischen auch schon betagt. Aber er ist wirklich regelmäßig auch hier bei Veranstaltungen gewesen in den letzten Jahren und hatte auch diese Schenkung in der Hand und hat das auch veranlasst, dass das passiert ist. Und so können die Porträts aus der Familiengeschichte, aber auch zahlreiche historische Gegenstände aus dem Erbe aufgearbeitet, restauriert und an ihrem Ursprungsort gezeigt werden. Und mit den weiteren Sanierungen wird Schloss Wolkenburg ein echtes Juwel in der sächsischen Schlösserlandschaft. Das ist bestimmt auch ein guter Ausflugstipp für den 12. September dieses Jahres, den Tag des offenen Denkmals.